Hi miteinander zum Regionalwetter vom Wettering Vorarlberg. Gestern war es relativ kühl in Vorarlberg mit maximal 14 Grad. Dazu hat es immer wieder mal Regenschauer gegeben und am Abend teils kräftigen Regen. So haben wir zum Beispiel an Minenstation in Dornbirn 34 Liter innerhalb von 7 Stunden gemossen und in anderen Stationen, wie zum Beispiel bei Fontanella, waren es ganze 55 Liter. Das heißt, dass in dem Zeitraum teils mehr Regen gefallen ist als im gesamten April. Und es bleibt jetzt so weiterhin trüb und regnerisch. So erwarten wir heute am Nachmittag und am Abend teils kräftige Schauer und Gewitter. Die bringen dann nochmal der ein oder andere Liter, aber die Temperaturen bewegen sich nun mal viel weiter ins Positive. Morgen und Mittwoch ist es stark bewölkt. Es regnet immer wieder mal, also es gibt Regenschauer, teils so vereinzelt Blitz und Donner, wobei das eher die Ausnahme sie wird. Die Temperaturen bleiben weiterhin recht kühl mit maximal 15 Grad und die Schneefallgrenze, die blieb da weiterhin bei 1900 bis 2000 Meter. Darüber fällt einiges an Schnee. Am Donnerstag kommt schon wieder öfters die Sonne hervor, jedoch gibt es auch da immer wieder mal Regenschauer und dort teils kräftige Gewitter. Am Freitag gibt es endlich einen Lichtblick. Es gibt noch Restbewölkung am Morgen und auch am Tag gibt es einzelne Wolkenfelder, die durchziehen. Es blieb aber mehrheitlich trocken und dazu wieder einiges an Sonnenschein. Die Temperaturen erholen sich dabei wieder leicht, sodass wir um die 19 Grad erreichen. Am Samstag und am Sonntag verläuft es ähnlich. Es ziehen einzelne Wolkenfelder durch, es blieb aber warm bei 19 bis 20 Grad. Nur am Abend sind jeweils einzelne Regenschauer, eventuell auch einzelne Gewitter möglich. Die Chance ist aber äußerst gering und wenn, dann passiert es nur im Bergland. Der weitere Trend deutet eher auf eine mildere Wetterlage an, also dass wir um die 19 bis 22 Grad haben. Und dazu gibt es immer wieder mal die Möglichkeit für Schauer und auch Gewitter in den Nachmittag- und Abendstunden, wobei das nicht täglich der Fall sein wird. Damit war es das auch schon. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao miteinander.